Okay. Das waren die Ecksachen. Was haben wir denn hier? Was ist das denn? Sind das die Dächer? Ja, es sind die Dächer. Das war's nicht. Das war's. Ach, okay. Ah, ich verstehe es. Ich verstehe es. Gut. Nee. Ach, das hier. Ich habe es nicht gesehen. So. Gut, das ist nämlich hier so eine Art... Das stelle ich mir sehr gemütlich vor, das Haus. Also mal Real Talk, das Haus sieht abnormal gemütlich aus. Also mega. Aber das finde ich auch, das muss ich halt sagen, das finde ich auch zum Beispiel bei den Amerikanern so geil. Die Häuser sehen einfach so hart gemütlich aus, ne? Alter Schwede. Also wirklich. Ich habe so eine Idee, wo die Sachen hinkommen. Ich habe so eine Idee, wo die Sachen hinkommen. Hm. Ja. Es ist ein Kronleuchter, Alter. Es ist ein Kronleuchter, okay. Nehmen wir so hin. So, da ist der nächste. Das ist ein kleiner Kronleuchter. So. Und wir werden hier wahrscheinlich noch ein Wandregal haben, genau. Wahrscheinlich sogar zwei. Deswegen konnten wir die Sachen auch noch nicht stellen. Und wir haben drei Schalter, Alter. Habe ich schon den ersten gesehen irgendwo. Da. Ah, guck mal, sogar zwei auf einmal. Okay. Ah, wird hier noch ein Schalter sein? Oder hier, ah. Ja, ich guck genug amerikanische Serien. Here is where the Christmas party takes place. Hier ist, wo die Weihnachtsfeier ihren Platz hat. Ja, kann ich so bestätigen. Sieht sehr schön weihnachtlich aus. So, First Floor. Gut. Und warum ist hier ein Zaun drin? Okay. Ich frage nicht weiter nach. So. Nee, aber das ist halt auch so ein... Die Architektur der amerikanischen Häuser, ne? Ich finde ja viel Architektur schön. So die amerikanischen Häuser, der japanischen, chinesischen Häuser von früher halt, ne? Die Amerikaner haben ja immer noch solche Häuser. Ich weiß nicht, wie es in Japan ist. Aber, ah, ist ein Bett. Okay, ist kein Zaun, ist ein Bett. Das macht Sinn. Aber, Russische kenne ich zum Beispiel nicht, leider. Also da hab ich leider keine Ahnung von. Deswegen kann ich nicht sagen, ob ich das mag oder nicht. So, Matratze drauf, Kopfkissen, Bettbezug. Sehr schön. Aber so, wahrscheinlich auch. Weil ich finde, jedes hat so ein. Jede Sache hat so ihre eigene Architektur halt, ne? Boah, schade, ich dachte, wir könnten nur noch Klamotten reinhängen oder so. Anscheinend nicht. Das werden wieder Wandregale sein, würde ich mal sagen. So, was haben wir hier? Ist das eine Couch? Ah, ne, ist... Ach, das ist... Alter, das ist ein Riesenschrank. Okay. Oh, den können wir voll machen. Schön. So, das kommt da rein. Das kommt da rein. Das ist das. Nein, das war das hier. Muss das sein, weil das kommt da rein. Ist er noch irgendwie in den Zwischenräumen? Nein. Blume hier neben. Irgendwo. Irgendwie, irgendwas. Hier. Ah, guck mal hier. Eine Blume. Und der Rest ist für die Wand. Ja. Rest ist für die Wand. Machen wir erstmal von innen. Machen wir das erstmal von innen. So, da kommt noch was hin. Ist das auch das hier? Es ist auch das hier.
Proportion stimmt zwar nicht, aber egal. Oh, da muss noch was hin. Ist es das hier? Boah, das... Okay, das sieht geil aus mit diesem japanischen Haus im Hintergrund. Alter. Das ist schon... Das ist schon gut, ey. Das kann man so... auf jeden Fall nehmen, ey. Geil. So. Ist hier? Lichtschalter? Licht... Da, Lichtschalter. So, und wir haben den First Floor. Here are some references of what's to come. Ach, okay. Hier soll... Sollen wir jetzt... Cyberpunk? Das haben wir ja schon. Hier sollen also ein paar Referenzen dazu sein, was noch kommt. Okay, so viel sehe ich da jetzt nicht raus. Aber wird schon Sinn haben. So. Kann es sein, dass der Weihnachtsmann feststeckt und wir hier die Elfen aufbauen müssen, die ihm so ein bisschen aus der Patsche helfen? Ach, Attik. Ja, okay. Attik heißt Dachboden. Wusste ich nicht, wenn ich ehrlich bin. Es muss der Dachboden sein. Es ist Müll drauf. Auf Dachböden ist immer Müll. Immer. Man sagt immer, man bräuchte die Sachen noch. Man braucht die Sachen nie. Belügt euch nicht selbst. Das, was ihr auf dem Dachboden habt, das werdet ihr im Leben nicht irgendwo auspacken und sagen, boah, das brauche ich noch. Niemals. Es ist einfach so. So, hä? Oh, okay. Ah, wo kommt der Rest hin? Wahrscheinlich irgendwo an der Wand wieder. Okay, das sieht auch aus wie so ein Power-Switch. Das nicht? Das hier? Was? Das ist das nicht? Hä? Ach, das ist das. Okay. Ich weiß nicht, was der Unterschied da ist. Klärt mich auf, bitte. So, das ist das. Guck mal hier. Ich habe es gefunden, wofür das ist. Ah, deswegen konnten wir das noch nicht hinsetzen. So. Okay, das sah überhaupt nicht danach aus, Leute. Also, sorry, aber... das sah nicht danach aus. So, da, Dach drauf. So. Ach, guck mal, wir können hier... Ah, okay, okay. Fenster einsetzen, das werden die sein, ne? Genau. Das ist das nicht. Was ist denn das? Ah, Christmas. Ah. Christmas Decoration. So, ah, warte mal. Können wir hier nicht noch... die Fenster müssen wir noch einbauen. Das dürfen wir nicht vergessen, ne? Nicht? Und natürlich den hier. So. Gut, da kommen noch Sachen dran. Das wird also das sein. Ach, das ist Licht. Ah. Ah, da kommt der Power Switch dran. Nein. Ja. Wo ist das letzte Licht? Das wird vermutlich irgendwo hier dann sein, ne? Würde ich mal drauf tippen. Oder auch nicht. Müssen wir näher ran. Ich werde jetzt mal eben hier das Schneezeug draufpacken, weil das stört wirklich. So ein bisschen. So.
Ach, guck mal hier. Ah, okay. Hier müssen wir noch die Seiten verkleiden. Jetzt kommt... Ah, okay. Wir haben den Dachboden fertig. There can only be a lot of junk here. Sag ich ja. Ein Haufen Müll hier. So. Gut. Dann noch die Dächer hier. Gut. Ach, da ist noch eine kleine Fläche. Bäh. So. Oh. Ach, hier. Deswegen sind da auch die Lücken drin. Gut. Und die Tür. Da ist eine Tür. Oh nein, die Lampen. Ich habe die Lampen vergessen. Oh. Es sind 6 Stück. Junge, wo hast du hier 6 Lampen? Hä? Wo hast du 6 Lampen? Ja, hier sind Lampen drin. Oh, da unten. Ah, guck mal. Machen wir erstmal das. Dann stört das nicht so. Dann stört das nicht so. So. Da können wir nichts dran hängen, aber hier. Oh, was ist das denn? Was ist das? Ist das so eine Figur? Ach, das ist so eine Elfenfigur. Ah, okay. Ich verstehe es. Das sind die Elfenarme. Das habe ich nicht gecheckt, ne? So, der Elf hängt hier vom Dach. Okay. Der andere Elf dann anscheinend von einem anderen Dach. Von da oben? Ach nee, der andere Elf steht irgendwo. Der lila Elf müsste doch irgendwo noch hängen. Okay. Gut, werden wir noch rausfinden. So. Ja, ist nur noch die Dekoration hier, ne? Dann sind wir fertig. Stehen die im Garten? Oder auf... Ach, guck mal hier. Ja, wir haben's. Nee, das nicht. Das. Und das. Und das. Und das. Und er sitzt irgendwo. Das sind die Beine von ihm. Er sitzt irgendwo. Er sitzt hier. Gut. Er sitzt hier. Oh, das sieht süß aus. Das sieht süß aus. Ist die Frage, wo müssen wir die letzten Lichterketten auch dran machen, ne? Oh, hier. Oha, was? Draußen hängen Lampen? Ach du Scheiße. Okay, das erklärt einiges. Gut, draußen hängen Lampen. Ich meine, ja, ist ja irgendwie klar, aber das sieht nicht aus wie Lampen, die draußen hängen, wenn ich ehrlich bin. This house is really cozy. Gemütlich, oder? Das heißt cozy, gemütlich. So, und nur noch die letzte Lichterkette. Now everything looks like Christmas. Wir haben es fertig. Wir haben das Objekt Christmas Decoration fertig und damit Merry Christmas abgeschlossen. So, dann werden wir natürlich wieder so ein paar Sachen ausprobieren. What the hell? Schön. So. Ah, deswegen liegt das auch hier zusammen. Okay. Wir können die Fenster aufmachen. Es war kalt, ne? Fenster sind kalt. Weihnachtsdeko können wir anmachen. Okay. Wahrscheinlich gibt das jetzt einen Erfolg, ne? Ja. What is that noise in the chimney? Oder Kimney.
im Schornstein. So, Lichtschalter. Machen wir an. Schubladen auf. Ich finde das gut, dass man hier alles so antatschen kann. So. Ah, Weihnachtsmann. Sorry. Wird ein bisschen heiß. Hier nehmen wir, können wir die nicht anmachen hier? Ach. Hä? Okay, die sind anscheinend nicht so hell. Ach, okay, doch. Ja. Oh, don't open the presents before midnight, okay? Oh. So, den Kakao trinken wir auch mal. Können wir hier noch was anklicken sonst? Nee, ne? Nee. Sonst war es das hier. Tatsächlich. Gut. Ja, dann haben wir alles fertig, ne? Zumindest was da verlangt war von uns. Machen wir nochmal alles. Komm, wir machen nochmal alles auf. Gehen wir nochmal auf Nacht. Da passiert aber nur das Gleiche, ne? Oh, guck mal, das... Ach, das blinkt jetzt. Cool. Okay. Ja, gut. Würde ich sagen... Merry Christmas. Merry Christmas. Ja, gut, ich würde sagen, damit haben wir das auch fertig. Und anscheinend haben wir damit jede Dekoration fertig. Können wir noch irgendwas im Zimmer machen? Nee. Anscheinend nicht. Ja, dann würde ich erstmal sagen... Können wir Lichter machen? Nein. Dann würde ich erstmal sagen... ich werde natürlich noch die Erfolge holen. Ich habe die jetzt aber nicht im Kopf und ich weiß gar nicht, ob wir jetzt alle haben schon. Ich gucke mal einmal kurz nach. Wir sehen uns gleich wieder. Okay, uns fehlen noch 2 Errungenschaften. Ich weiß aber nicht, welche das sind. Die sind nämlich geheim. Dann werde ich doch mal nachgucken müssen. Und dann werde ich das aber, weil es nur noch 2 sind, werde ich das hier reinschneiden noch in das Video. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ja. Ich habe die letzten 2 Achievements gefunden. Und, sorry, das machen wir jetzt mal eben schnell noch. So, einmal Old West. Da müssen wir mit dem Heuballen interagieren. Wow, what a wind. Ja. Und wir müssen ins World War II-Diorama rein. Und hiermit interagieren. Is anyone there? Gut. Dann werde ich euch jetzt gleich noch zeigen, dass ich alle Erfolge dafür habe. Einen Moment. So. Ja, wir haben alle Erfolge. 50 von 50 erreicht. Ja. Alle heute. Es fällt vielleicht jemanden auf. Aber ich habe auch nur 2,5 Stunden gespielt. So. Sind aber schon wieder ein paar Folgen mehr, ne? Die man hochladen kann. Und es war sehr entspannt, muss ich sagen. Ja, hier nochmal die Erfolge. Einmal durchgegangen. So. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Let's Play wieder. Bis dahin. Machen wir mal im Hintergrund von einem schönen Diorama. Aber Merry Christmas. Das war jetzt nicht gerade themenbezogen. Beziehungsweise nicht gerade die Jahreszeit. Aber Merry Christmas. Oh, wir können sogar hier interagieren. Oh, ist das cool. So, aber dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal beim nächsten Let's Play hoffentlich wieder. Und bis dahin,
auf Wiedersehen.